Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tuk Talk. Wir alle haben ja in den vergangenen Jahren sehr häufig das Wort Nachhaltigkeit gehört. Spätestens seit der Fridays for Future Bewegung diskutieren die Menschen, ob und wie sie nachhaltiger denken, handeln und auch leben können. Auch unsere Universität muss sich natürlich der Frage stellen, wie nachhaltig hier gehandelt wird. Daher sprechen wir heute mit der Rektoratsbeauftragten für nachhaltige Campusentwicklung, deren Büro vermutlich der grünste Raum auf dem gesamten Hochschulgelände ist. Bei Frau Professorin Dr. Marlene Arnold wird Umweltbewusstsein großgeschrieben. An der TU Chemnitz hält sie seit 2017 die Professur für betriebliche Umweltökonomie und Nachhaltigkeit inne. Hier forscht die gebürtige Berlinerin in den Bereichen strategisches Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement, nachhaltigkeitsausgerichtete Wandel- und Innovationskonzepte sowie inter- und transdisziplinäre Nachhaltigkeit. Vor ihrer Forschungstätigkeit in Chemnitz war sie in Nachhaltigkeitsprojekten an Universitäten in Finnland, München, Berlin und Oldenburg tätig. Seit dem vergangenen Jahr treibt sie nun außerdem als Rektoratsbeauftragte für nachhaltige Campusentwicklung unter anderem die Begrünung der Universitätsflächen voran. Getreu dem Motto Leben und Leben lassen, setzt sich die ungeduldige, aber aktive Zuhörerin für eine nachhaltige Gesellschaft ein und kommt damit ihrem Kindheitstraum, Mutter Erde zu schützen, jeden Tag ein Stück näher. Ja, herzlich willkommen, Frau Arnold. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns sein können. Hallo, vielen Dank dafür. Gerne. Ja, heutzutage wird ja ganz schön viel über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen in den Medien, auch im privaten Bereich. Können Sie uns denn erklären, worum es bei dem Begriff überhaupt geht? Nachhaltigkeit ist ein sehr vielschichtiges und komplexes Systemgebilde, muss man schon fast dazu sagen. Das umfasst soziale, ökologische und ökonomische Komponenten und versucht, Natur als Ganzheit zu verstehen. Also die gesamten systemischen Komponenten, Wasserbereitstellung, die Luft, die wir atmen, das Klimasystem, das macht die Natur von ganz allein, stellt es uns kostenfrei zur Verfügung. Und wir Menschen sollten ein Stück weg tunlichst daran tun, unsere ökonomischen Aktivitäten in dieses Gesamtgebilde, in die kostenlos bereitgestellten Dienstleistungen einzufügen und entsprechend unsere ökonomischen und sozialen Strukturen so auszugestalten, dass wir dieses Natur- und ökologische Gesamtgefüge nicht beschädigen und auch deren Widerstandskraft und deren Möglichkeit, sich selber auch zu stärken, zu regenerieren, erhalten zu lassen. Und diese Vielschichtigkeit zeigt sich dann auch in teilweise auch Missverständnissen, in Fehlauslegungen des Begriffes. Die Bundesregierung sagt ganz konkret, dass wir Nachhaltigkeit auch als ganzheitliches, integratives Konzept fassen sollten und unsere ökonomischen Aktivitäten als solches auch ausrichten sollen. Und die Aufgabe unserer Professur ist darin, diese ökologischen Prozesse zu begleiten, Strategien, Maßnahmen, Instrumente zu entwickeln, zu beforschen, auch zu implementieren mit Praxispartnern, um so die Nachhaltigkeit stärker auf den Weg zu bringen. Ja, Sie beschäftigen sich ja in Ihrer Professur auch mit betrieblicher Umweltökonomie und Nachhaltigkeit und haben jetzt zudem noch seit dem vergangenen Jahr eine weitere Position inne, nämlich die der Rektoratsbeauftragten für nachhaltige Campusentwicklung. Was genau ist denn dort eigentlich Ihre Aufgabe? Primäre Aufgabe sind zum einen die Nachhaltigkeit in den Campus zu bringen, zu schauen, wie nachhaltig ist unsere Technische Universität schon und wie können wir unsere TU Chemnitz weiter Richtung Nachhaltigkeit entwickeln. Dazu gehört unter anderem die Entwicklung des ersten Nachhaltigkeitsberichtes, was wir partizipativ mit verschiedenen Akteuren aus der Hochschulgemeinschaft heraus entwickeln, mit den verschiedenen Dezernaten auch eng zusammenarbeiten. Und ich hoffe, dass wir spätestens im Frühjahr nächsten Jahres auch einen wunderbaren Nachhaltigkeitsbericht vorzeigen können. Darüber hinaus begleite ich auch die AG Nachhaltigkeit, wo ganz viele engagierte, interessierte Menschen aus unserer Hochschule heraus sich Richtung Nachhaltigkeit engagieren, wo wir schauen, welche Aktivitäten, welche Ideen können wir aufgreifen, wie können wir diese implementieren und realisieren, mit welchen Partnern, mit welchen Stakeholdern oder Akteuren müssen wir ins Gespräch gehen, um genau solche Maßnahmen auch erfolgreich zu realisieren. Und dass das in Teilen auch sehr gut laufen kann, zeigt zum Beispiel auch die Kooperation mit dem SEB im Bereich der Blühwiesen. Ja, also auch das ist eine Aktivität aus dieser Tätigkeit heraus,
weil auch engagierte Organisationsmitglieder gesagt haben, wir wollen das. Und dann haben wir uns zusammengefügt, geschaut, was wäre ein gutes Konzept, mit dem Dezernat 5 auch abgestimmt, die wiederum mit dem SEB sich abgestimmt, sodass wir das bereits jetzt schon erfolgreich auf den Weg geben konnten. Darüber hinaus umfasst im Prinzip auch die Tätigkeit die aktuelle Campusplatzentwicklung, ja, wo es darum geht, den Campusplatz auch wieder ein Stück weg mehr zu begrünen oder auch vielleicht nachhaltiger auszugestalten. Zum Campusplatz kommen wir dann gleich noch, aber vorher vielleicht noch kurz die Frage. Sie sind jetzt schon eine Weile in dem Amt tätig. Was haben Sie denn bisher jetzt tatsächlich feststellen können? Wie nachhaltig ist unsere Universität? Konkreten Nachhaltigkeitsgehalt oder den Grad der Nachhaltigkeit, das wird der erste Nachhaltigkeitsbericht dann hoffentlich auch aufzeigen. Nachhaltigkeit als solches wird man auch nie zu 100% erhalten. Es ist immer ein Weg Richtung Nachhaltigkeit. Und insofern werden wir zum einen die ganzen Indikatoren, die wir sammeln konnten im Nachhaltigkeitsbericht, mit Blick auf sozial-ökologische Komponenten darlegen. Und zum anderen werden wir auch Entwicklungswege aufzeigen, um weitere Schritte in Richtung Nachhaltigkeit aufzuzeigen. Also zum Beispiel so ein weiterer Entwicklungsbereich wäre, dass wir Ökostrom gemeinsam mit dem SEB auf den Weg geben. Das sind Aspekte, die haben wir nicht allein in der Hand als Hochschule, sondern da müssen wir mit externen Partnern auch zusammenarbeiten. Und das durchzieht sich in vielen Bereichen der Nachhaltigkeit, wo man genau schauen muss, können wir das als Hochschule selber leisten und auf den Weg geben, zum Beispiel auch Richtung Fair Trade University. Aber auch dort müssen wir in Teilen auch mit dem SEB zusammenarbeiten, weil die Ausschreibungen, was so Automaten oder Fair Trade Kaffee anbetrifft, eben nicht allein in unserer eigenen Hand liegen. Was wir jetzt allein leisten könnten, wären die Beschaffung von nachhaltigem Kaffee, Kakao oder Gebäck, Obst, Gemüse im Bereich des Caterings, weil das jede Professorin, jeder Professor eigenhändig entscheiden kann oder auch die Verwaltung durchaus nachhaltige Produkte bestellen kann. Also die Möglichkeit haben wir. Oder genauso das papierlose Büro, also in Anführungszeichen, ganz ohne Papier geht es nicht, aber in großen Teilen kann man viele Aspekte digitalisieren, ne? Und dass man da schaut, zum einen, welches Papier kaufe ich, Blauer Engel ist da eigentlich immer ein ganz gutes Siegel, auf das man sich zurückbeziehen kann, und wie viel Papier konsumiere ich. Auch dort Anregungen zu geben, entsprechend die eigenen Maßnahmen, Verbräuche mal kritisch zu reflektieren dahingehend. Ein großer Kritikpunkt an der Universität ist ja auch unser Vorplatz vom neuen Hörsaalgebäude oder auch der Vorplatz von der Mensa. Vielen ist dieser ja zu betoniert und viele wünschen sich eben auch mehr Grünflächen. Wenn die Uni denn jetzt nachhaltiger agieren will, wie kommt es dann, dass sie diesen Platz einbetoniert hat? Wie erklären Sie sich das? Das ist aus der Zeit heraus mit zu erklären. Also da gab es Gespräche. Und im Rahmen dieser Gespräche wurde der Bau so festgelegt. Also da hat die Universität damals auch, allerdings unter einem anderen Rektorat, auch mit zugestimmt. Ja, also insofern ist das auch unser eigener Anteil. Und wie die Zeit eben so ist, Werte verändern sich, Bedürfnisse, Bedarfe verändern sich. Und wir stehen jetzt aktuell vor diesem Campusplatz, so wie er ist. Und der Wunsch Richtung nachhaltiger Veränderung ist gegeben. Ja, ich meine, dieses zu betonierte erzeugt auch eine gewisse Wärme. Das ist dann natürlich auch nicht unbedingt so empfehlenswert, was das anbetrifft. Und daher eben auch der Wunsch nach Kühlung, also wieder nach Grünflächen und nach anderen Sitzmöglichkeiten und Beschattung. Genau diese Aspekte kamen auch im Rahmen des Ideenwettbewerbs heraus, den wir letztes Jahr geschaltet haben seitens des Rektorates, um den Campusplatz weiter auszugestalten. Mit über 130 Ideen, die dort eingegangen sind, die auch vom D5 vorstrukturiert wurden, haben wir uns dann auf den Weg gemacht, die gesamten Ideen partizipativ, gemeinschaftlich zu erörtern und mit der Stadt auf einen guten Weg zu geben. Ich komme just aus dem Gespräch mit der Stadt, also auch dort werden die Gespräche weitergeführt und die Maßnahmen konkretisiert. Im Laufe des Septembers soll in Kooperation mit der Stadt und dem entsprechenden Planungsbüro sollen dort Aktivitäten auf den Weg gebracht werden, soll geschaut werden, welche Elemente können wo gestellt werden. Und dann wollen wir uns im Oktober zusammen hinsetzen, um gemeinschaftlich abgestimmtes ein Plan und Konzept, auch zusammen mit dem Studentenwerk, weil ja dort auch große Flächen auch mit adressiert wurden, um ein Gesamtkonzept auf den Weg zu geben, das wir dann wieder der Hochschulöffentlichkeit entsprechend präsentieren können, sodass wir dann in die Realisierung in 2021 gehen können.
aktuell sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass wir einige Sportgeräte schon noch in diesem Jahr anschaffen werden können. Aber das, wo der Wunsch war, Begrünung, Beschattung, Sitzmöglichkeiten, das wird noch etwas dauern, ja, wenn das Gesamtkonzept dann dahingehend abgestimmt ist. Ja, die Plätze sind ja jetzt aber eigentlich fertiggestellt. Lässt sich denn da jetzt so einfach noch irgendwie die Fläche aufreißen oder Dinge verändern? Mhm. Im Grundsatz haben wir die Möglichkeit, mobile Gegenstände zu verorten. Also das heißt wirklich eine Sitzinsel oder auch eine grüne Insel kann dort, alles das, was draufgestellt wird und mit einem Gabelstapler bewegt werden kann, lässt sich problemlos realisieren. Im Bereich der Beschattung, wenn dann gegebenenfalls auch ein Sonnensegel gesetzt wird, wo man nochmal bohren werden muss, da sind wir im Gespräch mit der Stadt. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass sich das in kleinem Maßen auch realisieren lässt. Also große bauliche Veränderungen sind nicht möglich. Jetzt haben wir ja schon ganz schön viel über Nachhaltigkeit von Ihnen gehört. Was würden Sie jetzt vielleicht einer Person empfehlen, die sich jetzt denkt, ja, ich möchte mein Leben ganz gerne nachhaltiger gestalten, aber ich weiß nicht wie, das erscheint mir alles zu anstrengend. Was muss ich tun? Da kann ich unsere goldenen Regeln der Nachhaltigkeit empfehlen. Die sind bei uns auf der Webpage erhältlich, sowohl in Englisch als auch in deutscher Sprache. Wir haben das nach verschiedenen Bedürfnisbereichen aufgeschlüsselt, also sowas wie Mobilität, Wohnen, Ernährung, Freizeit, Schönheit und dergleichen. Das heißt also, welche Produkte, Dienstleistungen sollte ich wie wählen? Ja? Und im Grundsatz kann ich da empfehlen, schauen Sie sich nach den Pionieren in der Branche um. Es gibt entsprechend auch Siegel, es gibt eine unglaubliche Siegelvielfalt. Daher immer die Pioniere, sowas im Bereich der Ernährung wie Demeter, Naturland, Bioland, sind sehr zu empfehlen. Also biologisch angebaute Produkte, Fairtrade-Produkte, müssen jetzt nicht vom Fairtrade-Siegel, aber auf alle Fälle das geschaut wird, dass auch eine wirklich faire Entlohnung stattgefunden hat. Schauen sich die Lieferketten an. Ja? Ist Kinderarbeit involviert? Ist sozusagen 12 Stunden Arbeit am Fließband immer mit derselben Tätigkeit involviert? Dann müssen Sie auch überlegen, möchte ich das für mich selber auch dahingehend? Schauen Sie sich nach alternativen Produkten dahingehend an. Also wir haben ein ganzes Spektrum an Möglichkeiten und das liegt in der Freiheit der einzelnen Person, sich aus dieser Vielfalt etwas herauszusuchen. Die Möglichkeit besteht immer, auch ganz im Kleinen anzufangen, sei es jetzt einfach auch ein Ökostrom sich zu bestellen oder umzuswitchen, beziehungsweise eben biologische Produkte zu schauen, ob Mikroplastik in der Kosmetik enthalten ist. Also es ist wichtig, ein paar Fragen zu stellen, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Ist ein unglaublich großes Feld. Anfangen ist, sage ich immer, ist das Wichtige. Einfach einen Bereich suchen. Wo möchte ich jetzt starten, dass ich ein Stück weg nachhaltiger werde? Und dann setzt sich das von ganz alleine auch mit fort. Ja, Frau Arnold, dann danke ich Ihnen herzlich für die Tipps. Danke, dass Sie heute bei uns gewesen sind. Sehr gerne. Vielen Dank dafür. Unser nächster Gast wird Corinna Schwab sein, die an unserer Universität Wirtschaftswissenschaften studiert. Die auf Langsprints und Staffelläufe spezialisierte Leichtathletin verrät uns, wie es sich anfühlt, mehrfache deutsche Meisterin zu sein und wie sie sich trotz der Corona-Pandemie auf ihr großes Ziel Olympia 2021 vorbereitet. Gern können Sie uns Ihre Fragen zum Thema wieder an die eingeblendete E-Mail-Adresse schicken. Dann bis zum nächsten Mal.